Anwaltskanzleien, die Gesetze für das Parlament schreiben, Tabakverbände, die Schmiergelder an Politiker bezahlen und dubiose Männer in Anzügen, die im Bundestag rein und raus gehen. Das kennt man. Wird unsere Politik deshalb beeinflusst? Ja, das wird sie, unter anderem von sogenannten Lobbyisten. Zum Teil ist das wichtig und gut, zum Teil sollte man das aber auch kritisch hinterfragen. Und das machen wir jetzt. Eigentlich ist alles ja ganz einfach. Wir wählen Politiker, die Politiker sitzen dann im Parlament und dort entscheiden sie in unserem Auftrag über Gesetze. So steht das im Grundgesetz. In Wirklichkeit ist es alles aber nicht ganz so einfach. Nehmen wir mal an, ihr seid so ein Politiker, der in den Bundestag gewählt wird. Ihr sitzt jetzt in eurem schönen neuen Büro, ihr schaut euch an, worüber ihr denn so in eurer ersten Sitzungswoche abstimmen sollt und ihr stellt fest, in der Tagesordnung stehen folgende Themen. Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung, Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes und Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Rechts über die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten. Im Krankenhaus seid ihr schon mal gewesen, weil euch das Bein gebrochen habt. Vom Wohnraumförderungsgesetz habt ihr mal irgendwas in der Zeitung gelesen. Und wenn ihr mal ein Elektrogerät entsorgen wollt, dann schenkt es einfach eurer Cousine. Das war es aber auch schon mit eurem Expertenwissen. Und was macht ihr, um mehr zu diesen Themen zu wissen? Genau, ihr fragt jemanden, der sich damit auskennt. Und da trifft es sich ja wunderbar, dass sich wie durch einen Zufall noch am gleichen Tag der Deutsche Mieterbund bei euch angekündigt hat. Den könnt ihr gleich mal was zu der Sache mit dem Wohnraumförderungsgesetz fragen. Tja, und schon habt ihr einen Lobbyisten bei euch im Büro sitzen. Für so gut wie jedes Thema auf der Welt gibt es eine bestimmte Gruppe von Menschen, die an diesem Thema ein Interesse hat. Bei dem Gesetz zur Wohnraumförderung will der Mieterbund zum Beispiel, dass Wohnungen für Mieter bezahlbar bleiben. Also kann er einen Vertreter zu Politikern schicken und denen dort die Standpunkte des Mieterbundes vorstellen. Das Gleiche machen zum Beispiel auch Umweltorganisationen, Tierschutzverbände oder das Kinderhilfswerk. Sie alle betreiben Lobbyismus. So nennt man die Einflussnahme von politischen Entscheidungen oder auch von öffentlichen Meinungen durch Vertreter von Interessensverbänden, wie eben Umweltorganisationen oder Verbänden. Denn unsere Politik ist definitiv auf Expertenwissen angewiesen. Kein Politiker ist so ein Allround-Genie. Die Politik, der Politiker, die Politikerin, sie alle müssen also die Aufgabe des Abwägens treffen. Den Ausdruck Lobbyismus, den haben übrigens schon die alten Römer gekannt. In der Lobbia, der Wartehalle vor dem römischen Senat, konnten die Bürger den gerade Herrschenden ihre Anliegen vortragen. Aber Lobby kennt man ja eher aus Hotels. Und da gibt es auch einen guten Zusammenhang, denn als der ehemalige amerikanische Präsident Ulysses S. Grant wegen eines Brandes im Weißen Haus eine Zeit lang von einem Hotel aus regiert hat, soll er die Leute, die in der Lobby auf Abgeordnete oder Regierungsvertreter gewartet haben, Lobbyisten genannt haben. Und so ist es dazu gekommen, dass man Menschen, die gezielt Einfluss auf Entscheidungsträger nehmen wollen, Lobbyisten genannt hat. Manche Lobbyisten haben übrigens einen besseren Ruf als andere. Ein paar Lobbyisten, die zum Beispiel gemeinnützige Organisationen wie den Deutschen Kinderschutzbund vertreten, werden von der Gesellschaft oder von den Medien einfacher anerkannt. Eher umstritten sind dafür in der Öffentlichkeit und in den Medien oft die Lobbyisten aus dem Wirtschaftsbereich. Kommen wir nochmal zurück zu dem Beispiel mit euch als Politiker und den ganzen komplizierten Themen, mit denen ihr euch selbst nicht so genau auskennt. Jetzt ist es auch noch so, dass ihr in ein Ministerium versetzt werdet und dort an einem Gesetz mitschreiben sollt. Das Problem ist nur, ihr habt überhaupt keine Ahnung von dem Thema. Auch da kann wieder ein Lobbyist ins Spiel kommen. Ihr bekommt zum Beispiel per Mail von dem Vertreter eines großen deutschen Unternehmens einen Text geschickt. Einen Text, den man eins zu eins so in ein Gesetz aufnehmen könnte. Nur ein Vorschlag, schreibt er dazu. Ist ein Vorschlag, den ihr natürlich verwenden könnt oder zumindest Teile davon, wenn ihr das als Politiker wollt. Und damit hätten wir schon eine der Säulen des Lobbyismus abgedeckt, nämlich Einflussnahme. Der Netzaktivist Max Schrems aus Österreich hat zum Beispiel vor 2 Jahren aufgedeckt, wie sehr Google und andere Internetfirmen an dem Gesetz zur EU-Datenschutzverordnung mitgeschrieben haben. Dazu gibt es auch einen Blog. Zweiter wichtiger Punkt für den Lobbyismus ist die Informationsbeschaffung. Klar, Unternehmen wollen genau wissen, was die Politik in ihren Bereichen plant. Wichtig dafür ist auch Säule Nummer 3, der Informationsaustausch zwischen Interessensverband auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite. Unternehmen wollen nämlich auch wissen, in welche Richtung sie sich künftig strategisch ausrichten sollen. Säule Nummer 4. Für euch als Politiker ist Lobbyismus erstmal eine gute Sache. Ihr habt im besten Fall einen Experten, dem ihr Fragen stellen könnt. Ihr bekommt Infos über die Situation von Unternehmen oder von der ganzen Branche. Und wenn ihr wieder an dem Gesetz arbeitet, dann könnt ihr das Expertenwissen, das ihr selbst nicht habt,
einfließen lassen. Auf der anderen Seite haben natürlich auch Interessensverbände und Unternehmen, also die Wirtschaft, was davon. Im besten Fall handelt die Politik zum Beispiel so, dass es auch gut für die Wirtschaft ist, es können neue Arbeitsplätze entstehen und so weiter und so fort. Und Lobbyisten, die sich nicht für wirtschaftliche Themen einsetzen, sondern zum Beispiel für mehr Rechte für Behinderte, die können bewirken, dass Gesetze oder Verordnungen zu deren Gunsten verändert werden. Also alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nicht unbedingt. Verschiedene Organisationen, zum Beispiel Transparency International oder Lobby Control, sehen das kritisch. Nicht unbedingt Lobbyismus allgemein, sondern ganz speziell Lobbyismus aus dem Wirtschaftsbereich. Die sogenannten Wirtschaftslobbyisten. Das Problem ist, sehr viel von der Lobbyarbeit läuft versteckt ab. Es gibt zwar eine öffentliche Liste über die beim Bundestag registrierten Verbände und deren Vertreter mit mehr als 2000 Registrierten, aber eine Pflicht, sich einzutragen, die gibt's nicht. Experten gehen davon aus, dass es in Berlin locker doppelt so viele Lobbyistengruppen und einzelne Lobbyisten gibt, als offiziell angemeldet. Bis vor kurzem war auch gar nicht bekannt, wer von diesen Leuten einen Hausausweis für den Bundestag hat, also dort einfach rein und raus gehen kann. Erst seit einem Gerichtsurteil vom Juni 2015 muss der Bundestag das offenlegen. Auch Abgeordnete sind nicht dazu verpflichtet, zu sagen, mit wem sie sich wann und wie und wo treffen. Ein paar Abgeordnete machen das trotzdem. Andere machen es nicht. Unklar ist auch, was Politikern von Lobbyisten so angeboten bekommen. Mir zum Beispiel mal ein Politiker erzählt, dass ihm angeboten wurde, dass der Urlaub bezahlt wird oder auch so ein schickes Essen im 5-Sterne-Restaurant. Und wo wir gerade bei den Abgeordneten sind, erinnert ihr euch noch an Roland Pofalla, den ehemaligen Kanzleramtsminister von Angela Merkel? Kurz nachdem der aus der Politik draußen war, hatte er plötzlich einen gut bezahlten Job bei der Deutschen Bahn. Andere Beispiele für diesen Drehtüreffekt, wie das auch genannt wird, sind Gerhard Schröder von der SPD oder Daniel Bahr von der FDP. Der schnelle Wechsel von der Politik in die Wirtschaft soll jetzt aber schwieriger werden. Regierungsmitgliedern droht da künftig eine Sperrzeit von bis zu 18 Monaten. Das Gesetz dazu hat der Bundestag vor dem Sommer noch verabschiedet. Denn auch so kann Lobbyismus funktionieren. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Übrigens auch bei Parteispenden. Warum überweist zum Beispiel BMW der CDU jedes Jahr mehrere hunderttausend Euro? Bestimmt nicht nur, weil Angela Merkel so schicke Hosenanzüge trägt. Und solche Themen und Probleme gibt es nicht nur in Deutschland. Seit kurzem ist eine Plattform von Transparency International online, auf der man sehen kann, wer am häufigsten Termine bei wichtigen EU-Leuten bekommt. Ein Sprecher von Transparency International sagt, je mehr Geld fließt, desto mehr Treffen gibt es auch. Die 15 Organisationen, die die meisten Lobbytreffen haben, die investieren durchschnittlich mehr als 1 Million Euro. Ganz oben mit dabei sind Shell, Microsoft und Google, alle mit einem Budget zwischen 3,5 und 5 Millionen Euro. Lobbykritische Organisationen fordern deshalb vor allem drei Dinge. Erstens mehr Transparenz, so wie zum Beispiel auf EU-Ebene, wo man genau sehen kann, welche Lobbyisten wo unterwegs sind, weniger Parteispenden von Unternehmen und strengere Regeln für Politiker, die in die Wirtschaft wechseln wollen. Versteht mich bitte nicht falsch. Lobbyismus ist in vielen Bereichen wichtig und natürlich kann sich ein Politiker auch mal mit jemandem von einem Unternehmen unterhalten. Arbeitsplätze sind ja zum Beispiel sehr wichtig. Aber nicht ohne Grund werden Lobbyisten auch die fünfte Macht im Staat genannt. Eine Macht, die man in Deutschland deutlich mehr kontrollieren und die viel transparenter arbeiten müsste. Aber wie seht ihr das denn? Oder findet ihr es vielleicht auch gut, wie es momentan läuft, weil Lobbyisten Experten sind, die Deutschland weiterbringen können? Schreibt's gerne unten in die Kommentare. Mehr Infos natürlich auch wie immer unten in der Infobox. Und ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.